Hallo, willkommen zum nächsten Teil von Max Payne 1. Wir nähern uns langsam Mitte, glaube ich, haben wir jetzt erst. Und sind halt hier jetzt wieder im Hotel, wo wir vorher schon mal waren und aufgeräumt haben, daher überall die Blutflecken. Jetzt haben wir wieder da, um nochmal aufzuräumen. Eben den Typ, der uns vorher mit dem Baseballschläger vermöbelt hat. Just forget about it. Just forget about it. Hey, just forget about it. That crazy witch, you should have heard her. She was a real scream when the boys caught her trying to cap the Don. Oh, that's friggin' bad. To the trio? That's even worse than what Frankie's doing to that poor bastard downstairs. She's gonna take a long time to die. The mobster muscle on the phone was talking about Mona. Punchinello's trio were nothing but bad news. Somebody thought the Mafia had me, didn't want the cops snooping around anymore. The body would be delivered to them barely recognizable. Case closed. Don Punchinello had the power to be that reliable source, which was no news. But his news was old news. Framing me hadn't been enough. Don Punchinello had put a hit on me. He wanted me dead, and it had been important enough for him to give written instructions to Frankie about it. Max Payne should die like a dog for the trouble he's caused. Frankie, I know I can trust you to give this matter the dedication it needs. Ja, dachtest du wohl, ne? Hier sind nur die Aufgezeichneten vom letzten Überfall, wo wir drin waren. Alle umgemäht haben. Quicksaven. Ja, es sieht noch ziemlich wild aus vom letzten Mal. Hold it! Mit heruntergelassenen Hosen erschossen zu werden. Das ist bitter. Ist das jetzt der Boss? The hotel bar was fast developing quite a history. True to his words, Frankie was there, having a beer. Jesus Christ. How the hell did you get loose? Got bored waiting. Thought, what the hell, we could just as well finish this here. Fine by me. This works out just as well. Das war easy cheesy. Gut, dass ich noch Granaten gehabt habe. Thank you, thank you. You've been a lovely iron. Had enough? I don't play with girls anyway. Unfair! I spotted the tail as soon as I left the hotel. A big black Mercedes. I'd seen the car before. That time it had heralded impressive explosions. Vladimir was back. Bang. You're dead, Max Payne. I might have laughed if I remembered how. What's this supposed to be? Cops and robbers?
Look, you want something with me? Get in line. Peace, man. Relax. You know you are a real news item. Armed and dangerous. I am going to make you an offer you can't refuse. I've always wanted to say that. It's a bum rap. I've been framed. Well, that's a moot point. Whatever you did or did not do, I'm sure you had good reason for doing it. Want to hear me out? I'm listening. So, im nächsten Chapter. Ich glaube, 3 Kapitel hatte das Spiel insgesamt. Und wir sind halt schon im 2. jetzt bei der Hälfte. Das war eine interessante Mission. Punchinello messing with V is bad for business all around. But that's not all. There is this guy, Boris Dime, used to pull jobs for me. He's the captain of the cargo ship Charon. Now the bastard turncoat has gone over to the other side, Punchinello's. The ship's loaded with high-res hardware, guns, my business. If Punchinello gets hold of that cargo, he's won and I have lost. And you'll have your work cut out for you. If you want to get to Punchinello, you will need heavy-duty persuaders. I am just the man to get them for you. Change the ship back under my flag, maybe pop 2 in the traitor Dime's head while you're at it. You'll get enough guns to start the apocalypse. You in or out? Let's get this show on the road. Vladimir was one of those old-time bad guys with honor and morals, which made him almost one of the good guys. None of us was a saint. The Brooklyn riverfront was a maze of rusty containers, sharp-boned cranes looming up from the snowstorm. On a night like this, you couldn't help but think of the dark army of dead men sleeping with the fishes, cement shoes in line. No Minotaur lurked in this labyrinth, but somewhere out there, on the clanking deck of his cargo freighter, the skipper of the Charon was waiting, like the ferryman in the River Styx. Dean! Das war ein epischer Move. Umsprung angemeldet. Achso, ich hätte ja nur den Knopf drücken sollen. Damit die Tür aufgeht. Welcher? Hier ist. Hilft ja ein bisschen beim Aimen in das Spiel. Nehmt euch vielleicht auf. Ja, die schöne oldschoolige Pumpkin, die schöne oldschoolige Desert Eagle, die Barrettas. Wer erinnert sich eigentlich noch an den unglaublich schlechten Film, der nichts mit Max Payne zu tun hatte, so gesehen. Aber wie ihr seht, ist man halt hier ständig in Bullet Time unterwegs, um Gegner umzumähen. Und das war halt leider im Film nicht so. Weil der war eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich scheiße. Außer man kannte jetzt Max Payne, dann war, denke ich, okay, aber... Für Fans war er halt bäh. Wie Folter. Da.
Ich weiß, langsam mal Zeit, irgendwie irgendwo Painkiller wieder zu finden. Weil ich stelle mich leider nicht so geschickt an, wie ich gehofft hatte, dass ich mich anstelle. Aber immerhin haben wir die bösen Burschen erwischt. In 2 zum Beispiel gab es viele lustige, ich will nicht, Easter Egg sagen, aber der Ruckler hier ist, liegt übrigens am Spiel. Verkraftet die Xbox gar nicht, ist gut. Oh Gott, ich glaube, jetzt kommt gleich Sniping-Szene. Warum es jetzt gerade so ruckelt, kann ich euch allerdings leider nicht sagen. Nein! Das hätte in die Hose gehen können. Bisschen fies. Nicht so stark ruckeln bitte. Ich denke, das liegt am Schneefall. Die Xbox verkraftet das nur so ganz. Wo muss ich denn da nochmal hin? Planlos in Max Payne 1. Dass ich jetzt gerade so ein bisschen planlos rumlaufe, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wo es hier weitergeht. Muss ich mal hier den Knopf drücken irgendwo? Ach, da oben muss bitte mal den Knopf drücken. Ja, ich erinnere mich wieder. Es dauert immer ein bisschen, bis ich wieder in die ganze Sache komme. Wow.
stirbst du nicht? Warum steht der andere? Ja, und ich hab's sogar geschafft, hier mal zu sterben, wenn das Ding hier runterfährt. Alles täuscht, kommt später eine Sniper-Szene, wo ich dann total verkackt werde. PC ist ein bisschen schwieriger, muss ich gestehen, weil da hilft dir das Spiel halt nicht beim Aim, sondern du musst wirklich alles selber erzielen. Und das ist halt hier grundsätzlich nicht der Fall. Wer sich natürlich im Max Payne nicht umguckt, steht über kurz oder lang dann irgendwann ohne Painkiller da, was nicht das Beste ist. Ich bin halt nur so ein Oldschool Pistol Bastard, der gerne mit. Raise the bridge! Da ich ein Pumpenfan bin, habe ich euch beim Army of Two Video letztens auch erläutert. Und die sind halt meistens ein bisschen overpowered. Aha, ich bin schon wieder blind, verdammte Axt. Thank you.
crowded the other into his seat. Rico Muerte had come to town to do more than just sort out family troubles. Exhibits number 1, 2, and 3. A briefcase of money, a sniper rifle, and an envelope with one word neatly printed on a folded piece of expensive paper. Mayor. It didn't sound like a mafia contract at all. It was too cold and too to the point. Oh man, jetzt kommt gleich der Sniper, kacke. Warum muss ich mich immer erinnern an sowas? Ich hab diesen Sniper scheiß am PC schon gehabt. Jetzt habt ihr dann gleich was zu lachen, weil Snipern kann ich nur wirklich nicht. Ich denke, das lerne ich auch immer. Bastardo. Kommst du denn her? Chapter 3 with rats and oily water. A cold day in hell. Ja, das ist wohl richtig. Ist ein sehr besser Tag. Oh, der hier war lustig. Ich erinnere mich. Also, unfassbar schnell sterben. Der sackt da oben. Habe ich das damals auf leicht gestellt? Ich kann mich keiner mehr erinnern. Da muss ich mal nachgucken. Ich glaube, ich habe das auf leicht gestellt. Ist total sinnlos, aber kann man die Kohlen hier rauslassen. Ja, das haben wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Also die ganzen Munitionspackerl sind sozusagen auch voll. Thank you.
hochlaufen oder was? Also, hochlaufen. Das ist mein Problem. Jetzt gleich peinlich. Oh, Mann, Mann, Mann. Danke, liebes Max Payne, dass du uns halten willst. Danke, Max Payne, dass du uns halten willst. Schneebär! Mein Quick Save! Also die Kill-Cams auch länger, keine Ahnung, warum die hier so kurz ausfallen. Ich glaube, das war schon mit dem Gesniper. Boah, geil. Ich hatte das viel, viel schwieriger in
in Erinnerung. Auch hier spielen wir wieder das Chapter fertig und dann stürzen wir uns ins nächste. Das geht sich schon aus hier in diesem Part. So, das war der Scheiß, Ding. Nicht der Feuer und der Flache. Hier hast du ja keine Decke. Ihr müsst euch das mit 4-5 mal mehr Gegnern vorstellen, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Boah, der ist sogar runtergeflogen. Ja. Falscher Knopf, schön Medipack verschwendet. Bam, bam, bam. Ja, so. Solche kleinen Jump-and-Run-Einlagen gehören auch zum Max Payne. Hier irgendwie über die Kante rüberspringen, aber frag mich nicht mal, wie das genau ging. Frag mich nicht, wie das genau ging. Man liegt eigentlich etwas Granaten drin, die braucht man ja nicht. Nutze ich sowieso viel zu selten. Nicht hier runter, nicht hier runter. Was ist hier rein? Nämlich ganz. Kann man denn da jetzt im Ernst nochmal rein? Mich frustriert das gar ein bisschen. Ich glaube, da unten ging es ja weiter. Ging es hier oben weiter? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ah!
Fahr mal durch den Ermordungsknopf. Boah, habt ihr diesen Dodge gesehen? Das Ausweichmanöver. Es war so geplant, natürlich. Hab ja gesagt, liegen nur Sachen, die man eigentlich nicht braucht. Wir sind sowieso zu übermächtig. Ja, ich glaube, ich spiele es noch auf leicht. Das ist natürlich doof. Rust had crept over the side of the cargo steamer a long time ago. Boris Dime would be on board. I'd have to smoke half of his crew to even get near the gangplank. Guns were probably being kept in the hold, buried amidst the rats and oily water. Entschuldigung. Ah, das war gelogen. Natürlich wollte das. Aber ich wollte eigentlich wirklich erst den Vorderen erschießen. Der kam mir irgendwie bedrohlicher vor als der Hintere. Ich habe mir jetzt gerade fest auf die Fresse gekriegt. The dime cost you. I bet it was more than his name. Max Payne. Right the first time. You're dead, punk. You sure you're not confusing me with Boris here? But you are right, of course. Pretty soon we should get together and have a talk. You son of a... Pissing Punchinello off was a dangerous game. But when people get mad, they make mistakes. I should know. That's where I wanted Punchinello, mad enough to trip over his own feet. Preferably yeah, into a grave. Yeah, that's very schön, wenn er direkt ins Grab fallen würde. Machen wir hier mal einen Break, speichern dann nochmal und ich sag ciao, tschüss, bis zum nächsten Part, euer Domi.